Hallo zusammen, hier ist wieder Telan, und heute wieder für euch in Dragonfly unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu bin ich jetzt hier auf einem Twink auf Lothar. Da wollte ich jetzt eigentlich gerade ein bisschen den noch leveln und habe gesehen, ich habe noch was im Postkasten gehabt. Ich habe anscheinend vor ein paar Wochen auf ein Item geboten aus dem Black Market, hab's aber dann irgendwie komplett vergessen, das Teil tatsächlich. Und ja, aber das nehmen wir natürlich mit in die Waste-Videos rein. Das ist einmal aus dem Black Market von ursprünglich dem Ordos. Leider droppt er das ja nicht mehr. Und dementsprechend habe ich mir das hier im Black Market gekauft und zum Glück gerade noch gemerkt, hier ist noch ein Item drin. Gut, das tragen wir ein. Das habe ich mir anscheinend nicht für ganz Mindestbetrag gekauft. Mein Addon sagt, ich habe es gekauft für knappe 8000. Also heißt, da habe ich auch ein, zwei Mal hochgeboten. Sonst kriegst du die ja für knappe 5, aber ist auch okay, 8k für ein Anführungszeichen removedes Item. Gut, das ist schon mal das Erste und dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter. Sudala, jetzt sind wir einmal auf Equin und dort habe ich wieder ein Item aus dem Black Market gewonnen. Das ist hier ein Plattenteil und zwar haben wir das wieder aus dem Black Market. Es ist von Ordos und das haben wir gewonnen für 4500, also knappe 5k. Holen wir das einmal raus und verkaufen das. Ich habe jetzt gerade zweimal gucken müssen, ne? Nett, dass ich wieder die falsche Rüstungsklasse gekauft habe, wie es mir das letzte Mal passiert ist, was ein bisschen peinlich war, aber naja, so ist das manchmal. Gut, tragen wir das ein und dann würde ich sagen, schauen wir weiter. Als nächstes sind wir jetzt auf Antonidas unterwegs und da habe ich auch wieder ein Orders-Item gewonnen. Hier wieder für 4500 Gold und da haben wir einmal einen Ledergürtel. Das packen wir jetzt hier mal raus. Ihr seht, es sind nur ein paar mehr Sachen drin, aber das ist Stuff, den ich immer verkaufen will. Und ja, ich würde sagen, den tragen wir dann gleich nochmal ein. Und zwar hier 5k. Und ja, dann gucken wir mal weiter. Als nächstes sind wir auf Lothar unterwegs. Und ja, hier habe ich mal wieder auf ein Item im Black Market geboten. Diesmal tatsächlich sogar ein T3-Item. Und ich habe es für 12.700 Gold gewonnen, was für ein T3 ein absolutes Schnäppchen ist. Die Geschichte ist, ich biete halt oft auf verschiedensten Servern so Grundbeträge drauf, beziehungsweise wenn ich halt gerade einlogge, irgendwas anderes mal verkaufe. Und diesmal hatte ich Glück. Eigentlich will ich immer so um 19, 20 Uhr nochmal ein bisschen drauf bieten, ne? Weil eigentlich bei T3 bist du so gut wie immer überboten. Aber diesmal habe ich mit einem Minimumgebot gewonnen. Hier einmal die Magier-Handschuhe. Und die kann ich auch mit dem Priester lernen, ne? Also da geht es nach Rüstungsklasse, da muss man jetzt nicht unbedingt die jeweilige Klasse wirklich haben, was ganz gut ist, weil nicht auf jedem Server habe ich jede Klasse, ne? Sondern ja, oftmals dann nur jede Rüstungsklasse. So, aber die können wir dann gleich wieder weghauen. Brauchen tun wir sie nämlich nur fürs T-Mog. Und dann tragen wir die hier ein. Also 12.700, runden wir es mal auf 13k. Sudala, ich bin jetzt hier auf Norgannon gelandet, denn ich will mir hier ein Item kaufen, was ich mir rausgesucht hatte. Und ja, wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe hier einiges aus meiner Liste austragen können. Wenn ihr vielleicht das letzte Mal euch an die erinnern könnt, ist hier noch wesentlich mehr drin gewesen. Sowohl im Legion als auch BFA, beziehungsweise dann noch Haufen im Shadowlands. Da ist jetzt fast alles raus. Ich habe jetzt nur noch zwei Items hier in Nyalotar und wie viel sind es? 5 Items in Shadowlands. Sonst ist tatsächlich alles aus alten Raids dann raus. Das ist dann nur noch das aktuelle Zeug. Und ja, wie ist das jetzt zustande gekommen? Naja, ich wollte eigentlich ein paar Verlinkungen anlegen. Und zwar hatte ich ja damals bei der anderen Seite, beim Undermine Journal, mir das schon einmal gemacht, ne? Die Fleißaufgabe, dass ich hier einmal die ganzen Items, die ich noch brauche, quasi mir in dem Favoriten speichere. Dann brauche ich bloß auf die Ordner klicken, es macht alle auf und ich kann jeden Tag so ein bisschen mal ein paar durchschauen. Das war eigentlich der Plan. Dann hat ja Undermine Journal quasi dich gemacht und es gibt halt dieses Ouriboss Exchange und da gucke ich jetzt halt, ne? Da kann man dann mal runtergucken, wo ist das günstigste Item drin und ja. Und dabei ist mir ein bisschen was aufgefallen, denn bei manchen Items, ihr seht, einige Items habe ich jetzt mit dem Namen gespeichert, andere Items steht jetzt hier nur Search irgendwas drin, jetzt klicken wir mal auf eins von denen drauf und da ist es nämlich so, dass das Items sind, die es in verschiedenen Itemstufen oder in verschiedenen Itemlevel gibt. Okay, das war jetzt ein schlechtes Beispiel, da ist jetzt tatsächlich nur eins drin, aber jetzt klicken wir mal noch ein anderes an, da wird es ja wohl noch, wir klicken mal zwei an.
Es lädt immer nur ein bisschen. Ah, zum Beispiel hier. Pendel der Verdammnis, seht ihr? Wenn ich quasi direkt auf das Item gehen würde, dann ist es quasi so, dass ich dann nur eine von den Item-Level-Geschichten hier habe. Und es kann ja sein, dass ein anderes Item-Level günstiger irgendwo drin ist, ne? Und ja, dementsprechend habe ich das jetzt so gespeichert. Wo wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus? Ah ja, genau. Und bei manchen Items habe ich mir aber auch das Item-Level raussuchen müssen, denn, ich kann euch das mal zeigen, wo haben wir es? Ich glaube, hier die alten Raids, seht ihr? Zum Beispiel das Bollwerk habe ich zweimal gespeichert, denn die haben verschiedene Item-Level, je nachdem, ob es NHC oder HC ist. Komischerweise, wenn du hier drüber fährst, steht es nicht dran, aber zum Beispiel, ich glaube, 1,77 ist das NHC-Teil und das ist das HC-Teil, ne? Und dann musste ich mir im All of Things die ganzen Item-Level raussuchen, hab dann aber darüber gemerkt, Moment mal, ich hab die ganzen Sachen irgendwie schon erlernt und brauch die gar nicht mehr, ne? Also das habe ich anscheinend hier einfach vergessen auszutragen, es waren 20 Items oder so, also da ist richtig viel, oder irgendwas zwischen 10 und 20 Items waren es. Dafür habe ich noch ein paar graue Sachen eingetragen, die ich jetzt im Scannen ein paar Servern gefunden habe. Also das gleicht zwar nicht aus, ich glaube, ich habe 3 oder 4 Items eingetragen, hier graue, aber dafür sind 10, 15, 20 hier rausgeflogen. Genau, nur so ein kleiner Exkurs, dass ihr jetzt wisst, worauf ich hinaus will. Genau, und dann habe ich natürlich diese ganzen Items jetzt quasi einmal eingetragen in meine Favoriten und dabei natürlich auch schon ein bisschen die Preise geguckt. Und ein Item ist jetzt interessant. Und zwar haben wir hier ein Item aus dem Gewölbe der Inkarnation für 40k, also relativ günstig. Die habe ich mir jetzt auch gerade schon rüber getradet, die 40k. Und das kaufen wir uns einmal, denn diese Items aus dem Gewölbe der Inkarnation sind schweineteuer. Also ich habe geguckt, EU-weit ist das ja, da sind viele Items für 300-400k die günstigsten EU-weit, ne? Und das ist ja jetzt eigentlich, gut, das war der letzte Content, aber anscheinend wurden die großflächig aufgekauft und die sind richtig teuer alle drin. Also das ist schon krass. Genau, also das Item, seht ihr hier, Marktwert 345.000, also da sind wir mit 40k schon gut dabei. Die sind aber auch, muss man ehrlich sagen, ziemlich beschissen gedroppt, die Sachen. Jetzt tun wir das kurz in, hier einmal eintragen. Also wir können es erstmal hier rausschmeißen. Also das war jetzt aus dem Gewölbe der Inkarnation und, ach warte mal, ich muss einmal gucken. Was ist das? Ist das aus dem Schlachtzugsbrowser? Okay, also das ist Schlachtzugsbrowser LFR. Dann können wir hier noch 2 reinschreiben. Okay. Und das schicke ich jetzt auf meinen Kettenschar, heißt auf meinen Schamanen rüber. Der Magtai. Und dann tragen wir es noch in die Liste ein. Das waren jetzt 40k, was ich dafür rausgehauen habe. Also hier 40k. Und ja, dann gucken wir mal weiter. Wisst ihr, was das Schöne ist? Mir ist gerade noch eingefallen, das ist ja ein Item quasi aus dem ersten Raid. Ne? Ich bin jetzt gerade auf meinem Charmy, habe ich es rübergeschickt und gelernt. Und das kann ich ja auch noch umwandeln und krieg noch ja, dementsprechend ein Raid-Item auch noch da raus. Also ein Set. Und das machen wir jetzt mal. Haben wir gleich quasi 2 T-Mox zum Preis von einem. Als nächstes sind wir jetzt hier auf dem Server Twisting Nether. Und da habe ich jetzt noch ein Item gefunden, was interessant für mich ist. Und zwar seht ihr ja dieses Bollwerk des wahnsinnigen Anhängers. Ist das letzte Item aus Nyalota, beziehungsweise die letzten 2 Items. Und eine Version habe ich jetzt da gefunden, das ist auch die günstigste EU-weit. Die ist bei 60k. Normalerweise kaufe ich non-removed Items nur bis einschließlich 50. Ich mache da jetzt mal eine Ausnahme, weil sonst kosten die wesentlich mehr und wir kaufen es uns jetzt hier einmal für die 60. Gut, dann nehmen wir das rüber und traden das hier schon mal meinem Main. Da muss ich es dann wieder ein bisschen weiter verteilen, dass der das dann einmal quasi am besten... Ah, ich hätte es eigentlich auch auf dem Shami, ne? Hätte ich nur einmal umloggen müssen, aber gut, egal. Das Ding ist, wenn ich jetzt mehrere Sachen hintereinander kaufe und sie dann erst dann vergesse ich wieder was. Deswegen, ja, muss ich da mal ein bisschen gucken. Also, das kann ich eigentlich auf den Shami wieder switchen. Und das ist jetzt auch die Normal-Version, oder? Oder ich mache es auf meinen Worry. Machen wir es so. Jetzt gucken wir nochmal zur Sicherheit. Genau, das ist die Normal-Version.
Dementsprechend können wir das jetzt hier rausschmeißen. Also Normal fliegt raus, dann brauche ich nur noch die HC-Version. Die ist aber aktuell für, glaube ich, knappe 200k nur EU-weit irgendwo drin. Also da muss ich mal gucken. Deswegen dachte ich mir jetzt, komm, das eine für 60 ist okay. Ist jetzt nicht super günstig, aber ist okay. Dafür, dass jetzt nur noch ein paar Sachen sind, die will ich jetzt langsam wegkriegen. Dann hätte ich tatsächlich nur noch den aktuellen Content, ne? Also wird langsam, ich sag's euch. Juti, die 60 kam eingetragen und dann gucken wir mal weiter. Sudala, ich habe mir noch ein Item geholt und zwar habe ich das getradet bekommen von jemandem aus dem Stream. Das ist einmal, sind es diese Handgelenke, die waren eigentlich nirgends mehr drin im Auktionshaus und jemand aus dem Stream hat es mir rüber getradet, hat gemeint, ich soll ihm geben, was ich meine und ja, habe ihm mal 30k gegeben. War, denke ich mal, für uns beide ein ganz netter Deal. Ich habe ein removedes Item, er hat ein bisschen Gold bekommen. Und jetzt würde ich sagen, ziehen wir es mal an. Das kann ich sogar mit dem Char anlassen, ne? Ich habe ja mit dem kein Gear. Das ist mein Monk hier auf Erreda, den ich mir auf dem Dritt-Account neu erstellt hatte. Und ja, jetzt schmeißen wir das noch raus aus der Liste. Jetzt gucken wir mal. Also, das blutige Item. Und das müssten wir auch irgendwo hier noch mit drin haben. Jetzt schauen wir mal, ob ich es finde. Boah, habe ich es hier gar nicht drin? Eigentlich müssten die Armschienen hier drin sein. Blutrünstigste Lederarmschienen. Okay, anscheinend hatte ich sie hier gar nicht mit aufgelistet, aber ich hatte sie noch gebraucht, wie ihr gesehen habt. Naja, dann können wir hier leider nichts rausschmeißen, aber zumindest in der Liste haben wir es. Weitere 30k. So, dann bin ich jetzt noch auf Thrall. Und hier habe ich dementsprechend eine Brust aus dem Black Market gewonnen, wieder fürs Minimumgebot 4500 und das ist auch wieder ein Item von Ordos. Das nehmen wir jetzt mal raus. Ich hatte kurz wieder Angst, dass ich mir die falsche Rüstungsklasse gekauft habe, ich sag's euch wie es ist. Aber nein, war das Richtige und das tragen wir jetzt hier auch noch ein, also da haben wir die Brust, 5k und ja, dann schaue ich mal weiter. Sudala, als nächstes sind wir jetzt hier auf Norganon. Da habe ich ein Item gefunden, das EU-weit nur ein einziges Mal quasi drin ist. Warte, ich kann es euch mal rüberziehen. Also, das ist einmal hier das schicke Schwert. Und ja, da habe ich ein bisschen durchgeguckt. Ihr seht hier, wir haben ein einziges auf Norganon drin. That's it. Und dementsprechend werde ich mir das jetzt kaufen, auch wenn es ein bisschen über dem liegt, was ich normalerweise ausgebe. Normalerweise 200k für Removed, das ist jetzt bei 210k. Naja gut, komm, die 10k hin oder her. Dann haben wir das letzte Item, was quasi EU-technisch drin ist. Gut, das lernen wir auch. Können wir gleich mit dem Char tatsächlich machen, weil das so ein Low-Level-Ding ist. Das hat es damals anscheinend als Zonenbeute in 1000 Nadeln gegeben. Und das können wir dann auch einmal hier eintragen. Erstmal hier einmal in der Liste. 210k habe ich dafür rausgehauen. Und hier müsste es dann auch irgendwo dabei sein. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Oi, mein Suchding funktioniert gerade irgendwie nicht. Wahrscheinlich ist es wieder hinter irgendwelchen Fenstern. Naja, dann trage ich später aus, wenn es nicht mehr buggt. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir weiter. Als nächstes sind wir jetzt auf Ysera und da habe ich noch einen schicken Umhang gefunden, ebenfalls wieder ein removedes Item und das kostet jetzt 170.000 und 500 Gold. Das tüten wir uns einmal ein und auch das kann ich wieder direkt lernen, es ist anscheinend ein removedes Item von irgendeinem Rare aus Marathi Hochland. Ah ne, das ist Stufe 14, okay, das kann ich nicht direkt lernen, heißt wir traden es hier einmal meinem Druid drüber und dann, ja, würde ich sagen, lernen wir es mit dem einmal. Halt, warte, schauen wir nochmal. Also es ist ein Rücken, ne? Mal, so ein Symbol hatte ich auch schon als Kopf, dann war es ein Stoffkopf und dann war halt das Gold komplett quasi, ja, komplett gewastet, ohne dass ich irgendein Thema krieg. So, da lag gelernt, haben wir es. Dann schauen wir einmal, dass wir es hier vielleicht rausschmeißen. Mittlerweile habe ich jetzt auch hier wieder mein Suchfenster gefunden. Das war unter einigen anderen WoWs vergraben. Okay, also da haben wir schon mal die Kapuze. Die können wir rauslöschen. Und dann tragen wir das hier noch ein. Und das waren 170. Die 500 lassen wir jetzt mal unter den Tisch fallen. Da haben wir davor bestimmt auch schon das ein oder andere aufgerundet. Ja, so langsam werden es weniger Items, ne?
49 brauche ich jetzt normal aus dem Game, mit weißen 57 und plus alle removed 177. Aber es geht, langsam geht's voran. Gut, was haben wir bis jetzt ausgegeben? 546.000. Als nächstes sind wir auf Blackmoor und dort war ich wieder im Black Market unterwegs. Da haben wir einmal ein Item von dem Werten Ordos wieder ersteigert und ja, das ist diesmal hier für knappe 5000 Gold, also auch wieder nicht ganz Mindestgebot, ne? Aber ich glaube, ich habe zweimal drauf geboten oder zweimal wieder überbieten müssen. Und ja, dementsprechend haben wir das jetzt auch. Dann würde ich sagen, tragen wir das einmal ein. Ich bin parallel hier auch noch auf ein T3-Item am Bieten, aber das ist schon bei 200k, muss ich mal gucken. Also noch weiter werde ich wahrscheinlich nicht hochbieten. Genau. Als nächstes sind wir jetzt auf Lothar und hier habe ich einen richtig, richtig guten Schnapper gemacht. Ich war jetzt auch die ganze Zeit dabei gestanden, denn ich habe aus dem Black Market ein T3 gekauft. Hier die Hunter-Hände. Haha, Hunter-Hände. Und die haben wir gekriegt für 13.370. Also wirklich richtig günstig. Die habe ich jetzt mit dem Schamanen hier gekauft. Das muss ja quasi nur die gleiche Rüstungsklasse sein. Und ja, ich würde sagen, das tragen wir auch einmal in die Liste ein. Sonst gehen die Sachen ja immer für mehrere hunderttausend weg, aber auf so einem Lowpop-Server, wie hier Lothar, da kann man dann ab und an mal Glück haben. Gut, hätten wir das auch. So, Dola, als nächstes sind wir jetzt wieder auf Erida und diesmal mal nicht im Black Market unterwegs, sondern ich habe ein bisschen Gold noch rausgewastet für, ja, grünes PvP-Gear. Ich bin ein bisschen am PvP-Spielen. Mit meinem Hexer habe ich das jetzt auch schon gemacht, beziehungsweise mit dem Priester jetzt hier. Blöderweise habe ich die PvP-Chars auf Erre da und da kosten diese grünen PvP-Teile leider einiges, also mehrere tausend, teilweise 4.000, 5.000, was da ein Teil kostet. Manchmal auch ein bisschen weniger und ja, insgesamt für ein komplettes Gear habe ich jetzt so 30, 40k gezahlt, wahrscheinlich so 35, 40, irgendwie sowas im Dreh rum. Und das einmal mit dem Priester und dann noch einmal mit dem Hexenmeister bis jetzt. Sagen wir insgesamt so 70k oder so mit beiden. Das trage ich jetzt auch noch mit ein. 70k PvP-Gear. Genau, dann haben wir das nämlich auch noch mit in der Liste drin. Sudala, jetzt sind wir noch auf Thrall auf einem Char. Da habe ich im Black Market ein bisschen mitgeboten. Und zwar mit dem Druid hier auf ein Rogue-Teil. Das haben wir einmal gewonnen für 157.000 und das ist quasi Rogue T3, einmal aus dem Black Market. Yuji, dann tragen wir das auch noch in die Liste mit ein. Jetzt gucken wir mal. Also 57? Ich glaube 57, ne? Ich steht da drin. Ja, genau, 57. Dass wir jetzt nichts Falsches machen. Und damit sind wir jetzt schon bei 791.000. Ja, mal gucken, ob wir noch ein bisschen mehr T3 finden. So langsam, ne, kriege ich das ein oder andere Teil gekauft. Dann haben wir noch ein Item auf dem Server Thrall. Und zwar wieder was von Ordos aus dem Black Market. Auch wieder hier für fast Mindestgebot 4.500. Und das können wir dann auch gleich wieder wegtun, beziehungsweise in die Liste eintragen. So, Dola. Guten Tag, werte Herr. Weg damit. Oder werte Dame. Und dann packen wir das hier noch einmal rein. Nochmal 5. Und ja, dann gucken wir mal weiter. So, Dola. Ich bin auf Antonidas unterwegs. Und hier habe ich wieder ein Item gewonnen. Und zwar einen Kopf. Diesmal, ja, ist das wieder ein Ordos-Item. Und das hat mich gekostet nicht sonderlich viel. 4.950, also knappe 5k. Ein, zwei Mal musste ich draufbieten und hab's dementsprechend dann bekommen. Gut, das tragen wir jetzt auch wieder ein. 5k, also ich zeig's euch mal. Da haben wir's jetzt einmal in der Liste drin. Jetzt sind wir schon bei 800k, die wir rausgehauen haben. Und ja, gucken wir mal weiter. Das kann ich noch verkaufen. Und schauen wir mal, was auf den anderen Server noch so geht. So, Dala, jetzt sind wir auf Eggwind. Und hier habe ich auch noch was gewonnen. Einmal ein T3-Item diesmal. Und ja, das ist einmal die Z-Hose vom Schamanen. Und das hat mich gekostet 105k. Ist für ein T3-Teil sogar relativ günstig, muss ich sagen. Ein bisschen nebenbei drauf geboten. Und ja, haben wir wieder eins mehr. Ich hatte auf anderen Servern auch geboten, aber da ging es dann deutlich höher, sagen wir es mal so.
Gut, dann tragen wir die auch noch ein. Also 105. Und dann gucken wir mal weiter, hätte ich gesagt. Sudala, auf Lothar habe ich auch noch was gewonnen. Und zwar einmal diesen Gürtel. Das ist wieder mal ein Ordos-Item. Und hier auch wieder für knappe 5.000 an der Stelle. Und die packen wir dann auch noch in die Liste mit rein. Ziehen wir das einmal rüber. Mal 5. Und ja, dann schauen wir mal, was wir noch so finden. Sudala, ich habe jetzt noch ein bisschen mitgeboten auf Blackhand, auf die Schurkenschuhe, die da drin waren. Und ich konnte sie auch ersteigern für genau 200.000. Ich habe mich da ein bisschen hin und her geboten mit einem anderen. Und vielleicht hätte ich es ja auch für 184 kriegen können, aber ich dachte mir, komm, ich muss jedes Mal rauslaufen wieder zum Postkasse, jetzt mache ich mal einen glatten Betrag und dann hat die andere Person auch aufgesteckt. 200.000 ist auch das Maximum, was ich für einen T3-Teil aus dem Black Market aktuell zahlen würde. Ne? Also die haben wir jetzt einmal. Dann haben wir jetzt 4 Teile vom Rogue-Set schon mal, also langsam geht's aufwärts. Und ja, das Ding verkaufen wir jetzt aber wieder, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber wir tragen es noch einmal, halt, ich muss es einmal in die Liste noch eintragen. Und dann gucken wir mal. Ah, ich habe auch noch was anderes drin, das habe ich jetzt rot markiert, dass ich es nicht vergesse. Ich habe mir ein paar Monos-Rolls gekauft für Timok Farms. Und ja, das summiert sich tatsächlich auf mit einigen Chars. Ich habe schon 47.000 ausgegeben, wird wahrscheinlich jetzt dann demnächst noch mehr. Und dann gucken wir mal. So, mit den Schuhen zusammen haben wir jetzt insgesamt schon 1.158.000 ausgegeben. Ich bin noch auf eine andere Geschichte am Bieten. Mal gucken, ob ich da auch gewinne. Dementsprechend lassen wir das jetzt hier mal nur offen und dann gucken wir mal, ne? Was da noch rumkommt bei. Sudala, als nächstes bin ich jetzt hier auf Blackmore und dort habe ich auch wieder was im Black Market gewonnen. Und zwar einen T3-Gürtel, diesmal von dem Palaset. Und ja, das hat mich gekostet 145.800, also knappe 146.000. Den nehmen wir jetzt hier mal raus. Und ich habe mir ein bisschen Gold gespart. Hier war noch ein anderer Kollege, der auch drauf geboten hat. Den habe ich dann einfach mal angequatscht, ob wir dumm rollen wollen. Und dann hat er zugestimmt, ne, weil du bietest dich halt, also ich habe gesehen, da ist nur ein anderer. Du bietest dich halt immer hin und her hoch. Und dann dachte ich mir, ich probier's mal. Und dann hat er eine 10 gerollt, da habe ich mir schon in die Hände gerieben. Dachte mir, nice, eine 10 werde ich schlagen können. Mit einer 68 war ich drüber. Und ja, dann hat der Typ quasi aufgehört zu bieten. Und mich beglückwünscht und ja, sonst wäre das Ding vielleicht wesentlich höher gegangen. Gut, ich gehe eh nur bis maximal so um die 200.000 und ja, aber ja, 146 ist in Ordnung, würde ich sagen, für ein Pala-Gürtel. Das ist jetzt auch das erste, was ich quasi habe vom Pala-Set. Ich würde sagen, das tragen wir jetzt hier noch ein. 146. Ich habe übrigens Bonus-Roll ist ein bisschen nach oben gegangen. Jetzt habe ich schon 86.000 für Bonus-Rolls ausgegeben. Also, ja, das summiert sich. Wenn man da mit einigen Chars in Legion und in WoD unterwegs ist, dann wird's, ist es nicht ganz günstig. Gut, dann gucken wir mal noch weiter. Sudala, jetzt sind wir noch auf Antonidas. Das ist jetzt der letzte Server, den wir abklappern wollen. Und zwar habe ich da nochmal einen Teil aus dem Black Market gewonnen. Diesmal von Ordos. Hat auch nicht so viel gekostet, 6.300. Ich habe ein paar Mal draufbieten müssen. Da war schon jemand, der da ein bisschen energisch war und das halt auch haben wollte. Und ja, das konnten wir jetzt auch eintüten. Nehmen wir mal raus. Und dann können wir das gleich mal verkaufen, beziehungsweise noch in die Liste mit eintragen, dass wir das alles paletti haben. So, also, alles mal raus. Und dann habe ich hier meine Liste. Diesmal haben wir ja so gut wie alles ausgefüllt, das sagen wir 6.000 irgendwas, das runden wir jetzt mal ab. Und ja, damit sind wir dann bei einem Endbetrag von 1.349.000. Also doch schon wieder einiges. Und ja, war ja jetzt auch durchmischt dabei, ne, von Items aus dem normalen Auktionshaus über Black Market, T3 und Order Sachen und das ein oder andere an Gear-Items. Gut, dann sind wir durch mit dem kleinen Waste-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.